Und der Schlüsselkönig Davids ist da auch irgendwie so ein Begriff. Ja. Was bedeutet denn das jetzt wieder? Ganz andere Geschichte. Nostradamus, wie auch die Bibel, erzählen eigentlich von irgendeinem Typ, also der bis heute eigentlich unbekannt ist, dass da irgendjemand mal auftauchen wird oder so und also quasi die Wahrheit herausfindet. Ich habe das von 1995 weg oder so, also immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie bestimmte Verbindung mit mir selber, mit mir persönlich hat, weil wenn man sich Kurt Allgeiers Buch Die Prophezeiung des Nostradamus mal durchliest, dann wird man, wenn man sich selber drin spiegelt quasi, sehr schnell feststellen, dass es ein paar Daten da drin gibt oder so, die kann niemand anders wissen, wie man selber persönlich oder so, weil das eben entweder das ganz persönliche Lebensumfeld anbelangen oder der Lebensverlauf oder halt im Endeffekt dann auch irgendwelche private, familiäre oder sonstige Gründe. Und dazu gibt es eine ganz, ganz einfache Nennung zunächst mal eines Namens und dieser Name ist in dem Brief an Heinrich II., der aber tatsächlich, also da ist man sich drüber einig, eigentlich diesen Chiron meint, wobei, also Chiron nennt ihn Nostradamus, geht aber zurück, aber letztendlich auf den griechischen Begriff Hiero, also ein ganz einfach ein X und ein P auf Deutsch, umschreibt aber die griechische Buchstabe des Hi und das griechische R. Und diese zwei stehen eigentlich für das sogenannte Christusmonogramm. Um den geht es jetzt letztendlich eigentlich auch, weil die Bibel umschreibt diesen Typ wiederum als ganz einfach als Menschensohn. Es hat also nichts mit dem Christus zu tun oder mit dem Jesus zu tun, so wie uns die Kirchen das auslegen, sondern es hat einfach mit der Persönlichkeit was zu tun, die eine ganz bestimmte Entdeckung macht und die irgendwie mit der ganzen Sache verbunden ist, die wiederum auch verbunden ist mit dieser Geschichte von wegen Alpha und Omega sein zur gleichen Zeit. Also der Anfang und das Ende. Also du Im sprichst da jetzt Endeffekt. quasi von jemandem, unter Anführungszeichen, der in der katholischen Tradition als die Wiederkunft Christi fälschlich interpretiert wird, oder? Oder wie verstehe ich das Nein, jetzt? man kann es nicht das so sehen oder so, man darf es aber nicht vom religiösen Sinn her sehen, sondern man muss es also wirklich also streng wissenschaftlich und nach der vorliegenden Daten sehen. Und da möchte ich jetzt mal kurz ein ganz kleines Beispiel sehen, dass diese Geschichte mit den Nostradamus-Aussagen also bei Weitem nicht irgendwelche Zufälle sind oder irgendwelche Blödsinn dahergeredet oder irgendwelche Unsinn sind. Und dazu nehmen wir ganz einfach wiederum die 666, die nehmen wir mal zwei Drittel. Und zwar muss ich das ganz einfach rechnen, 666 mal 2 gibt 1332, 2 Drittel aus 666 ist 444, die nehme ich mal also, dazu, kommen dann auch auf die Jahreszahl 1776 wieder, die wiederum Gründungsjahreszahl der Illuminate und der USA sind. Also wir haben einen Kernpunkt. Diese 1776 nehme ich jetzt wieder her und teile die einfach in zwei bestimmte Zahlen auf. Also ich nehme erst einmal der vordere Teil die als 177 und der hintere Teil als die 6. Diese 177 addiere ich wiederum zu der 1776 dazu, gibt 1953 plus 6 gibt 1959. Ja, und was ist da die Signifikanz davon? Ganz einfache Sache. Dazu kommt jetzt eine zweite Zahl bei Nostradamus drinnen vor, in Verbindung mit dem Namen. Der Name ist Thrasybulos. Also Thrasybulos aus dem Griechischen, also er schreibt es Thrasybulos mit B. Im Griechischen bedeutet der Name aber letztendlich Thrasybulos, also mit TH oder mit dem englischen TH eigentlich ausgesprochen und mit einem B drinnen. Einfach zusammengesetzt aus zwei griechischen Begriffen Thrasy, also Gewalt oder böse oder irgendwas sehr, sehr Negatives oder so und Voulos aus dem Griechischen Willen raus, also böser oder dreister Wille eigentlich auf Deutsch übersetzt. So, und Nostradamus nennt in diesem Zusammenhang eine bestimmte Zeitspanne, und zwar die Zeitspanne von 177 Jahren, 3 Monaten, 11 Tagen. Ich habe wieder die Basiszahl mit der 1776, zähle also quasi diese 177 Jahre, 3 Monate und 11 Tage dazu, komme ich auf der 11.3.1953 plus die 6 nochmal aus der Restsumme von 1776 raus, die wir vorhin die Rechnung gemacht haben, komme ich auf der 11.3.1959, ist das korrekte Geburtsdatum meines Bruders zum einen und zum anderen sein zweiter Name. Aha, du bringst es also jetzt ganz konkret auf deine Person. Es hat
mit mir was zu tun, weil diese Person oder dieser Name Trasibulus ist in Verbindung gesetzt, also mit einer Vergiftung von irgendjemandem, also von dem Neuen, der da kommen soll. Und ich habe quasi in meiner Gaststätte drinnen, die mit sogenannten Hypergifte quasi angemalt war, eine sogenannte schleichende Vergiftung durch Stoffe wie Dioxin, Lindan, Pentachlorphenol, Formaldehyd und sowas erlitten und wäre an dieser Geschichte also quasi fast zweimal gestorben. Jetzt, es kommt, du bei diesen Rechnungen, die du meistens sehr schnell machst, sodass mir und auch sehr vielen Hörern das Hirn schwirrt, verwendest du viele Faktoren, die mehr oder weniger willkürlich daherkommen, addierst dann irgendwas dazu? Naja, aber es, warum nimmst du genau diese, das habe ich mir nämlich auch dann immer gefragt, als ich mir, ich habe von dir Mails im Umfang 15 Seiten und mehr bekommen. Ja. Und ich habe mich dann natürlich auch immer gefragt, wie kommst du jetzt genau auf diesen Faktor? Wie kommst du genau auf, dass du jetzt 6 dazu addieren musst? Okay, etc. So eine ganz einfache Sache. Wenn ich ein Mathematiker. Ja, ganz einfach immer, bezweifle ich, aber okay. Nee, das ist wirklich eine ganz einfache Sache, weil ich habe ja keine neue Zahlen, sondern ich habe ja Basiszahlen, mit denen ich irgendwie rechnen muss oder so, oder die es ja gilt, quasi in eine bestimmte Sache mit rein zu integrieren. Ich habe zum einen diese biblische Aussage über die Tier 666, ich habe zum anderen diese Aussage quasi über Nostradamus, mit denen 177 Jahre, 3 Monate und 11 Tage, und ich habe dieses Phänomen, dass ich eben über diese ganze Kronos- und Zeus-Geschichte, also quasi immer ein gleicher Teiler habe und der Teiler, der gibt sich aus meinem Geburtsdatum raus, wenn ich 9.6.1957 quasi addiere sämtliche Zahlen an sich oder so, komme ich auf die Primzahl 37. Also ich habe wiederum in dieser Geschichte drin quasi wiederum einen Schlüssel. Und wenn man jetzt diese Sache von dem her betrachtet, wie wir bisher die Welt immer sehen, und zwar, dass man separiert, dass man sagt, ja, Moment, Materie, ein Atom ist eine Sache für sich und ein Molekül ist eine Sache für sich und eine chemische Verbindung ist eine Sache für dich und Biologie ist eine Sache für sich, dann macht man eigentlich den Fehler seines Lebens. Weil ich kann nicht hingehen auf der einen Seite, so wie das quasi CERN auch vorexerziert oder die sogenannte theoretische Physik oder so die Physik an und für sich, dass ich hingehe und sage, alles was egal irgendwo existiert oder so, besteht eigentlich aus immer der gleiche Grundbaustoffe und gehe dann auch aber hin und sage, ja Moment, aber dieser Ilia Papa, der existiert jetzt aus einem speziellen Stoff oder der Tarek Al-Ubaidi, der existiert aus einem ganz anderen Stoff und das Telefon, mit dem wir telefonieren, das ist wieder ein dritter Stoff und so eine Sache, entweder alles ist eins oder eben, ich muss sagen, Entschuldigung, ich habe die Welt nicht verstanden. Die wenigsten haben die Welt verstanden, aber das heißt, diese Weltformel ist ganz einfach die Verbindung, die da über diese Primzahlencodes in den verschiedensten Wissensgebieten passiert. Ich versuche das irgendwie jetzt zu verstehen. Ist das das, was du unter Weltformel verstehst? Als Weltformel ist vielleicht der falsche Name. Ja. Die Umschreibung trifft es eigentlich schon, weil in dem Augenblick, wenn ich also weiß, dass man in CERN unter nichts anderes über diesen Teilchenbeschleuniger sucht, wie das sogenannte Godspartikel, also quasi dieses eine verbindende Element, das eigentlich erklärt, wie sämtliche andere Bausteine innerhalb der Materie oder des Seins an sich, also egal in welchem Bereich, also gehe, ob ich jetzt Chemie jetzt nehme oder die Biologie jetzt nehme oder so, wobei ja sogar die DNA auch kodiert ist oder so, oder im Endeffekt Erbinformationen quasi auf einer biochemischen Basis quasi, nichts anderes wie ein Bauplan des Lebens, also genau die genau bestimmen, wenn also die weibliche Eizelle befruchtet wird von der männlichen Samenzelle, kommen quasi zwei zueinandergehörige Informationen dazu, aus denen heraus wieder sich ein Mensch entwickelt oder so, wo genau davor festgelegt worden ist, in dem Augenblick, wo diese zwei Sachen zusammenkommen oder so, gibt es einen kompletten Bauplan, wo dann auch jede einzelne Zelle weiß, ich muss ein Knochen werden, ich muss ein Zahn werden, ich muss ein Auge werden, ich muss irgendeine Synapse werden in einem Gehirn drin, ich muss ein Stückchen Hautzelle werden und. Und das ist ja im Endeffekt dann auch genau diese Geschichte, wo wir die Basis dafür haben, dass man solche Wahnsinnsaufwände macht, also mit riesige Summe im Milliardenbereich und mit 10.000 von Top-Wissenschaftlern weltweit oder so, dass man den hingeht oder so und sagt, ich suche jetzt dieses Godspartikel, also quasi dieses fehlende Link, das mir erklärt, warum das bestimmte andere Faktoren genauso sind, wie sie sind. Okay, und jetzt, um jetzt auf, im Prinzip
kann ich nur wiederholen. Das heißt, all diese Fundamente, die du da legst, sind in ihrer Blüte nachzulesen auf deinem Blog. Du verschickst auch PDFs an Leute und du hast 4 Bücher geschrieben. Ja. Aber was ist jetzt die Conclusio, die du aus diesen ganzen Zusammenhängen ziehst, und zwar konkret für uns jetzt? Ganz einfache Sache, also das, was ich hier quasi als Weltformel umschreibe, umfasst ja quasi sämtliches bisher bekannte Wissen um den einen Faktor erweitert, dass quasi erstens mal unsere ganze Vorfahren, also diejenigen, die diese ganze griechische Mythologie geschrieben haben, genau gewusst haben, von was sie da eigentlich berichten, dass die damals schon diesen Aufbau oder diese sogenannte Gottespartikel quasi gekannt haben, die alles andere auch gekannt haben, was auch in der Zukunft passieren würde und das in verschlüsselter Form quasi niedergeschrieben haben. Zum einen im gleichen Format oder in der gleichen Tradition drin ist auch der Tanach aufgeschrieben, also die hebräische Bibel, aus der raus dann auch letztendlich, also die griechisch-orthodoxe Bibel geworden ist, aus der raus dann auch letztendlich die römisch-katholische Bibel oder die evangelische Bibel geworden ist und aus der raus letztendlich auch der Koran entstanden ist. Und jedes einzelne dieser Bücher hat wiederum seine ganz explizite Geheimnisse in sich, wobei bildhaft oder mathematisch eben ganz bestimmte Teile innerhalb dieser ganzen Wissens, Weltformel letztendlich oder so. Wenn man weiß, wie die drei Bücher zusammengehören oder so, kommt man dahinter, was da eigentlich wirklich läuft und was da eigentlich los ist, aus welchem Grund. Und ja, was ist los? Was läuft und was ist los? Ganz einfach Geschichte. Wir sind in einer Zeitmatrix drin, wo quasi schon vor langer, langer Zeit festgelegt worden ist, dass irgendjemand den zu erscheinen hat oder so, der dann auch die richtige Lösung findet, der das richtiger erklären kann oder diese alles verbindenden Links quasi darstellen kann mit seiner Forschung und damit quasi dieses eine erreicht, dass eben Gott Kronos anfängt, seine 5 Kinder, die er zuvor verschlungen hat, wieder unversehrt auszuspucken oder eben sich die ganze biblische oder sonstige Prophezeiung dann letztendlich erfüllen. Ja, und was passiert da dann? Ganz einfache Geschichte, da gibt es beispielsweise... immer ganz Aussage. Einfache Geschichte, aber okay, ja. Was passiert jetzt dann? Damit sind die ja immer ganz einfache Geschichte. Ja, für dich, aber für mich und die Zuhörer weniger. Aber wir geben unser Bestes. Okay. Aber wer konkret, was passiert tatsächlich jetzt aufgrund dieser Vorhersagen? Was soll jetzt passieren, sagen wir so? Was jetzt passieren soll? Erstens mal, dass diese Geschichte, die ich erzähle, von wirklich wichtigen Leuten verstanden wird oder so, also quasi in ihrem Ganzen. Dazu wär nötig, also das, was ich eigentlich bräuchte oder so, um diese Geschichte wirklich komplett zu entschlüsseln und komplett sämtliche Nachweise vorlegen zu können oder so, wären A, erstens mal Mathematiker, B, Physiker, C, ein paar Chemiker, B, ein paar... Nein, du bist jetzt schon wieder da irgendwo in einer Metaebene. Ich möchte jetzt endlich einmal konkret wissen, in deinem Buch kommt ja der 11.9. etc. sehr viel vor, das Kasenbaum etc. Erzähl uns doch jetzt bitte, hör jetzt auf mit diesem Fundament legen. Genug davon. Wir wollen jetzt wissen, ich probiere es das letzte Mal, was passiert tatsächlich jetzt konkret aufgrund dessen? Verstehst du meine Frage? Ich möchte jetzt nicht, okay, warte ein bisschen. Es ist also so, dass wir alle jetzt diesen Prozess, den du da beschreibst, besser verstehen werden. Ja? Ja. Aber was beschreibt der Prozess? Welche Aussage lässt sich treffen? Ganz einfach, dass wir vor sehr, sehr große historische Ereignisse eigentlich stehen oder so. Und im Endeffekt also geht es auch um diesen Endkampf zwischen, ja, sagen wir, Satan in Anführungsstrich und dem Guten, dem absolut Guten. Und damit quasi wieder die Rückkehr in das sogenannte biblische Paradies. Okay, also du sagst also, diese ganzen biblischen Prophezeiungen haben wir uns ja schon ausgelassen, dass die, was die jetzt